Ich habe natürlich die richtige Einstellung, aber ich habe natürlich wieder mal das Spiel nicht richtig eingestellt. So, und ist es dunkel oder ist es hell? Ich bin mir gerade unsicher. Ich sammle erstmal hier alles auf, was hier rumliegt. Ja, was haben wir, wo, was, wie, wann, warum und weshalb eigentlich? Ich weiß es halt auch nicht. Warte mal. Das können wir hier gerade mal ernten. Oh, Beeren. Die lassen wir natürlich... Kann ich das Ding wegmachen? Ah, sehr schön. Wollte ich ja ursprünglich endlich mal nicht gemacht haben, aber jetzt, wo es weg ist, fühle ich mich doch irgendwie besser. Klick, klick, klick. Kann ich da dran fummeln? Ne, da kann ich nicht dran fummeln, ne? Schade. Ich kann hier auch nichts Neues einpflanzen. Ah, doch. Okay, perfekt. Nein, jetzt habe ich die Bank kaputt gemacht. Schon mal ein paar Feder sammeln. Wir brauchen die ja früher oder später. So, es wird hell, sehr schön. Es wird hell. Es wird hell, Baby. Es wird hell. Wer sich jetzt gerade fragt, warum zur Hölle streamt der jetzt eigentlich gerade über Twitch wieder und nicht über YouTube? Der wird sich denken, oder der wird feststellen, dass er das tut, weil er das muss. Ich erzähle gerade total Mist einfach nur. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. So, wir haben hier wieder alles voll mit lecker Bäumchen. Das ist halt auch ein Träumchen. Und ich muss gleich niesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann jetzt nur noch jeden dritten Stein aufheben oder so. Ja, aber wir sind im neuen Update angekommen. Und das bedeutet, es gibt neue Dinge. Ich habe heute Morgen ja schon wieder, wie regulär halt auch, ein kleines Update-Video rausgebracht dazu. Was natürlich hoffentlich jeder gesehen hat von euch. Und, was wollte ich sagen? Und. Und Dinge. Kann ich jetzt hier noch was reinlegen? Nee, ne? Nee, ist voll, glaube ich. Ja, das Decoder ist voll. Hier kriegen wir leider nichts mehr rein. Na gut, Stickies werden wir bestimmt noch hier oder da einen finden. Da fällt mir gerade ein, das ist total falsch beschrieben hier. Das ist gar nicht Fallout 4. Das ist Dingsbumskirchen. Wie hieß es denn noch gleich? Da hatte ich es eiskalt noch falsch bezeichnet gehabt. Ja, kommt halt in den besten Familien vor, ne? So, wir brauchen noch ein paar Steine und wir brauchen noch ein paar Stöcke. Weil wir natürlich Stöcke jetzt gerade so wirklich akut nicht besonders brauchen. Okay, sind schon wieder voll mit Steinen. Am liebsten möchte ich hier die ganzen Sachen gar nicht wegreißen, weil es eigentlich ganz schön ist hier so. Liegt aber echt Zeug rum, also Steine. Hat es jetzt nach dem Restart hier wieder ordentlich. Finde ich immer ganz angenehm. Genauso angenehm, wie ich das finde, dass hier die ganzen Bäume halt auch wieder da sind. Was ich nicht so angenehm finde, ist der ganze Scheiß, der hier rumliegt, der aussieht wie Steine, aber tatsächlich irgendwie so ein Holzstück ist. Oder allerdings tatsächlich ein Stein, der einfach mal viel zu groß geraten ist. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder kurz ein bisschen Energie beschaffen hier. Und dann bauen wir hier oben mal die zweite Reihe drauf, würde ich sagen. Erstmal kurz hingesetzt. Bin ein bisschen erkältet. Also nicht erkältet, aber... Naja, was will man tun? So, außer ist wieder voll. Da können wir weitermachen. Da schnappen wir uns, glaube ich, mal den Schlitten hier.
und gehe mal ein bisschen in die Weltgeschichte hinaus. Ich würde mal sagen, hier hinten kann man doch mal anfangen rumzuhacken erstmal. Also ich würde dazu sehen. Der Patrick ist heute übrigens nicht mit am Start. Das liegt daran, dass der Patrick gerade nicht da ist. Und nein, wir haben es jetzt nicht morgens früh, sondern eher nachmittags. Aber der Patrick, der hat ja auch immer hier so Wechselschicht. Sag ich jetzt mal einfach. So. Wir kommen übrigens gleich dazu, was es Neues... wo ist er? Bis jetzt ist es hier noch... Ich sag mal besser nichts gerade. Schüpp. So. Kurz das Wegchen geschnappt und daher gefahren. Weil wir bei den paar Stückchen hier wahrscheinlich sogar besser laufen könnten. Ich sehe jedes Mal irgendwo einen Typ stehen. Das gibt dir vorsichtig Paranoia, gibt das. So, die erste Fuhre nach Hause hier. Und direkt mal verbasteln. Das jude Zeug. Ich möchte am liebsten fast erstmal die Base komplett fertig bauen hier. Schon mal durch. So viel Holz geht da ja eigentlich gar nicht drauf, ne? Hier sind so viele schöne Bäumchen. Die will ich eigentlich gar nicht fällen, aber ich glaube, das werde ich früher oder später müssen. Ist auch fertig. Noch viel fehlt jetzt hier nicht mehr für unser Mauersegment. So richtig viele Baumstämme brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube, ich nehme den hier mal raus. Der sieht irgendwie alt und krank aus. Habe ich noch Beeren? Ich habe glaube ich auch keine Beeren mehr, ne? So. Papa, bada papa, bada papa, da pa. Da 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 da. Okay, einmal Boost habe ich noch. Könnte man jetzt auch noch halt trinken, zur Not. Habe ich denn schon ein Säckchen? Ich habe schon ein Säckchen. Perfekt. Warte mal, kann ich mir mal ganz kurz eben hier die Beeren. Abernten. Die geben ja auch schon mal ein bisschen was. Die ganze eine Beere, die wir hier haben. So ein Quatsch. Ja. So, dran gehängt. Hallo Rüstung. Equippen Sie sich bitte. Scheint irgendwie gebackt zu sein. Setzen wir uns noch mal kurz eben hin zum Ausdauer regenerieren.
Und dann holen wir gleich mal die weiteren Baumstämme von da hinten. Anfangen zu beleuchten sollte ich die Geschichte hier auch mal langsam. So zwei Skull-Lamps so links und rechts vom Eingang wären eigentlich schon eine coole Sache. Ich speichere mal gerade. Ich habe da gerade irgendwas am Eingang vorbei huschen sehen. Aber mich dünkt, es war nur ein Vöglein. Oh, du Vögelchen. Ah ne, das war anders. Habe ich die Steine gar nicht verbaut? Ich hält. Ah, Mist. So ein Quatsch aber auch wieder. Machen wir mal als erstes jetzt hier. Noch können wir hier durchlaufen. Hätten durchlaufen können. Fabio Katazza. Wie bitte? Kriege ich da irgendwie Aussprachehilfe? Oh, es regnet. Super. Dann kann ich gleich aus der Schale saufen. Auf jeden Fall danke dir fürs Folgen. Ah, Mist, ist noch nicht voll. Auch wenn mein... Das war alles mit dem Regen? Das ist nur jetzt aber schon ein bisschen enttäuschend auch. Freunde der Sonne, muss ich hier gerade mal sagen. Freunde, ich habe Durst. Ich muss was trinken. Das schaffe ich nicht, wenn hier nur so 2 Milliliter Wasser runterkommen. Was denn schon wieder? Holt CPU-Auslastung? Willst du mich verkackeiern oder was? Machen wir mal so, vielleicht geht's dann besser. Okay, da kommen wir auf jeden Fall noch dran. Oh, ein Regenbogen. Ja, nach so einem tsunamiartigen Starkregen kann da schon mal ein Regenbogen kommen, das ist richtig. Nö, irgendwie auch noch keinerlei Änderungen. Ich frage mich gerade, woran das liegt, wenn ich ehrlich bin. Das hat es vorher halt echt nicht getan. Ich gehe mal ganz kurz eben hier rein. Sekunde. Was sind denn die Einstellungen hier gerade? Nehmen wir das mal auf 5000. So. Vielleicht klappt es jetzt so eine Spur besser. Schauen wir mal. Und vor allen Dingen, was ich noch vergessen hatte, das Ding möchte ich gerne auch hier unten in der Ecke haben. Als Kontrolle. Ach, shit. Ich bin gerade ein kleines bisschen verwirrt, muss man sagen. Junge Dame. Warte mal, das ganze Zeug hier können wir eigentlich nochmal zumachen. Das brauche ich nicht hier offen. Parallel. Was brauche ich denn noch alles nicht? Photoshop kann man machen, muss man nicht. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich nicht. Leistungsmonitor, genau, den hätte ich ganz gerne. So. Okay, es fängt an zu regnen, hoffe ich jetzt zumindest. Oder allerdings, es wird ein sehr trockenes Gewitter. Soll es ja auch geben. Schwupp. Schwupp. So, nehmen wir den Baum hier nochmal raus.
So. Falls ich jetzt die ganze Zeit immer so merkwürdig irgendwie in eine Richtung gucke, das liegt daran, dass ich gerade die ganze Zeit ein bisschen kontrolliere. Weil die Auslastung ist irgendwie extrem miserabel gerade. Ich frage mich, was im Moment mit meinem System los ist. Irgendwas scheint hier echt so viel Performance zu fressen, dass es eigentlich alles an Kapazität wegnimmt. Ist ein bisschen blöd. Das war übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, vor Windows 10 nicht so. Wenn das jetzt so weitergeht, ist das für mich ein Indiz oder zumindest ein sofortiger und so gut wie mit der beste Grund, sofort wieder zurückzusetzen. Weil das kann es nicht sein, dass der einfach mal die ganze Zeit hier bei hoher CPU-Auslastung rumhängt, bei Forest. Das hat er vorher ja nun mal immerhin auch nicht getan. Hi Leon Crafter. Star Wars war gestern cool, ja? Boah, vielleicht machen wir heute ja auch wieder ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Entweder Star Wars oder Payday, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich aber eher Star Wars. Müssen wir mal schauen. Aber nicht hier auf Twitch, sondern wieder auf YouTube. So, ich mach mal ganz kurz eben hier. Ich mach ganz kurz mal eben ein kleines Päuschen. Ich muss mal ganz kurz eben die Codierung ein bisschen umstellen. Irgendwas ist hier falsch. Wir sehen uns dann gleich sofort wieder. Das sind jetzt nur ein paar Minuten Pause. Und für die, die es auf YouTube jetzt gucken, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge.